Dr. Charlotte Engel betreut auf der Intensivstation Patientin Carlotta. Die 30-Jährige kämpft gegen lebensbedrohlich hohes Fieber. Wie sieht's aus mit der Temperatur? Wir sind immer noch bei 41. Immer noch? Okay. Frau Brünning stellt sich vor mit Hyperthermie unklarer Genese. Das bedeutet, sie hat wirklich extrem hohes Fieber und die Ursache ist uns nicht klar. Und das ist der Knackpunkt, denn wüssten wir die Ursache, könnten wir sie schnellstmöglich behandeln. Aber hier stehen wir vor einem Rätsel, denn die Körpertemperatur lässt sich wirklich nur sehr schlecht senken. Wie ist es von den Vitalwerten? Soweit okay. Ist noch was Tachykard. Aber ja, das geht ja auch schon. Ich habe hier Besuch für die Frau Brünning. Dürfen die beiden reinkommen? Ja, von mir aus. Einmal ja. Der Freund, ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die Schwester. Ne? Ich bin die große Schwester. Engel ist mein Name. Hallo. Ich bin hier die Ärztin auf der Intensivstation, Schwester Nicole. Wir haben jetzt ihre Freundin und Schwester des Freundes. Okay. Genau. Also wir haben sie hier aufgenommen. Der Notarzt hat uns sie ja gebracht. Wenn ich das aber richtig verstehe, haben Sie die Frau Brünning gefunden. Ja, genau. Ich sollte nach ihr schauen, bin zu ihr nach Hause gefahren und bin mit dem Ersatzschlüssel in die Wohnung, sah sie komplett völlig fertig am Boden liegen. Sie war schwer am Zittern und hat um Luft gerangen und ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte. Deswegen dachte ich, es wäre die beste Lösung, schnellstmöglich hier anzurufen. Das haben Sie auch wunderbar gemacht. Das war genau das Richtige. Der Notarzt hat schon festgestellt, dass sie eine extrem hohe Körpertemperatur hat. Sie hat Fieber und zwar 41 Grad, obwohl sie schon sehr viel Mittel bekommen hat. Das heißt, es lässt sich wirklich sehr, sehr schlecht senken. Pandemiebedingte Erkrankungen haben wir ausgeschlossen. Sie hat auch schon einen Influenza-Schnelltest bekommen. Das ist auch negativ, dass man an so eine Grippe denken könnte. Wenn die Temperatur über 41 Grad Celsius ist, dann handelt es sich bei Erwachsenen um Notfälle. Denn wir müssen ganz schnell die Temperatur runterbringen, denn der Körper zerstört sich sonst vereinfacht gesagt selbst. Hier haben wir aber das Problem, dass wir die Ursache nicht kennen. Und mit den gängigen Fiebermitteln allein schaffen wir es nicht, bei Frau Brünning die Temperatur zu senken. Ich glaube, das ist für Sie jetzt erstmal ein riesengroßer Schreck, ne? Bei Ihnen auf alles okay. Sie sind da so verletzt, das sieht recht frisch aus. Ja, wir haben uns halt ein bisschen arg beeilt und hatten einen kleinen Auffahrunfall. Ich bin ein bisschen an der Sonnenblende vorbei. Okay. Ach, zeigen Sie mal. Nichts Wildes. Ich bin spät jetzt auch gerade hier. Das ist gut. Die Schwester Nicole versorgt das. Also ich würde jetzt einmal noch bei der Frau Brünning mir die Lymphknoten anschauen. Wenn man eine Entzündung irgendwo im Körper hat, und das hat sie offensichtlich, dann sind auch meistens die Lymphknoten einfach sehr geschwollen. Ja, ich schaue mal bei ihr einmal nach. Guck mal im Halsbereich. Ja, die sind schon ordentlich geschwollen. Im Achselbereich auch ordentlich geschwollen. So, und auch. Was ist das denn? In der Leiste sind die auch ordentlich dick. Das hier? Ja. Das ist eine Kaiserschnittnarbe. Ist Ihnen das jetzt neu? Das ist mir völlig neu. Ich weiß davon gar nichts. Mir ist die Narbe nicht neu. Aber wieso Kaiserschnittnarbe? Mir hat sie gesagt, das wäre eine Operationsnarbe. Also ich weiß nicht viel von ihrer Vergangenheit. Jetzt hat sie ein Kind? Ja. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht. Ich wusste bisher nicht, dass es eine Kaiserschnittnarbe ist. Es war wirklich schon seltsam, als wir die Kaiserschnittnarbe von Frau Brünning angesprochen hatten und der Freund von ihr gar nichts davon wusste. Also laut seiner Aussage wusste er zwar schon, dass sie eine Bauch-OP hatte, aber von einer Kaiserschnittnarbe oder von einem Kaiserschnitt wusste er überhaupt nichts. Ich weiß nicht, ob jetzt noch irgendwo, ob sie ein Kind hatte oder... Das kann ich Ihnen jetzt auch nicht. Mal einmal die Blutergebnisse. Ah, okay, aber wir haben die ersten Blutergebnisse. Ja, sie wird ihre Gründe haben. Mir hat sie auch nichts gesagt. Und wir haben auch ein sehr gutes Verhältnis. Okay. Ich verstehe es nicht. Also, wir haben die Blutergebnisse. Ich kann Ihnen erstmal so viel sagen, dass es weist jetzt nichts auf einen bakteriellen Infekt hin, dass sie irgendwie Bakterien in ihrem Körper hat und wir mit Antibiotikum behandeln müssen. Diese Konstellation, die sie aber hier aufweist, auch im Differentialblutbild, ist tatsächlich so, das lässt an einige Infektionskrankheiten denken. Das heißt, ich würde jetzt im Labor einmal nachmelden, dass wir verschiedene Infektionserkrankungen testen. Außer, dass die Angehörigen berichteten, dass Frau Brünning in letzter Zeit etwas abgeschlagen und müde war, konnten sie mir keine relevanten Informationen, die mich weitergebracht hätte, wirklich bringen. Deswegen war es weiterhin sehr wichtig, dass wir auf die Laborergebnisse warten. Nicole, du guckst dir einmal den Kopf an, genau. Nimmst dann Blut ab. Sie kommen einmal mit in den Wartebereich, da können Sie dann auch warten. Wenn ich mehr Informationen habe, komme ich sofort auf Sie zu. Bei aller Sorge um seine Freundin kann Manuel nicht aufhören, an deren Kaiserschnittnarbe zu denken. Auch seine Schwester Maria will nicht glauben, dass Carlotta ihrem Bruder während der 6-monatigen Beziehung ein Kind verschwiegen haben soll. Leider wartet mit den Blutergebnissen der nächste Schock. Geht es? Sehr gut, machen Sie das.
Hallo. Wollen Sie nicht noch was trinken? Nein, danke. Nee, okay. Wie sieht's denn aus? Ja, ist jetzt ein bisschen ansprechbarer, ne? Okay. Gerade den ersten Schluck getrunken, natürlich nicht ausreichend. Also, da müssen Sie schon ein bisschen mehr versuchen noch. Hm? Wir können Ihnen auch noch eine Infusion geben, ne? Noch eine mehr. Frau Brünning, wir haben Ihnen ganz viel Blut abgenommen und sind dem nachgegangen, warum Sie so hohes Fieber haben und warum sich das so schlecht letztendlich senken lässt. Und wir haben die Ursache jetzt gefunden. Ich denke, Sie wussten es nicht, aber Sie sind HIV-positiv. Was? Ja, Sie tragen, Sie sind Träger des HIV-Virus. HIV ist das menschliche Immunschwäche-Virus. Dieses Virus befällt die T-Helferzellen vom CD4-Typ und schleust Genmaterial da rein. Und letztendlich kommt es dann leider zum Versagen der T-Helferzellen. Und diese brauchen wir für unsere Immunabwehr. Wenn wir nichts machen und diese Viruslast nicht unterdrücken, dann kann es im schlimmsten Fall als Endstadium zu dem Zustand des AIDS kommen. Und dann bedeutet das leider für die Patienten, dass hier auch Lebensgefahr besteht. Das glaube ich nicht. Das muss ein Fehler sein. Ja, Sie haben es zweimal getestet, Frau Brünning. Na, das erklärt Ihren Zustand. Ach, es tut mir so leid. Nein. Manuel. Wo ist Manuel? Wo ist mein Freund? Ihr Freund, die sind sich gerade kurz die Beine vertreten. Ich schätze mal, die kommen gleich wieder. Mit dem sprechen wir auch. Wie ist das denn? Wie verhüten Sie denn, Frau Brünning? In letzter Zeit verzichten wir auf ein Kondom. Okay. Also die Chance, dass er sich angesteckt hat, ist jetzt relativ gering. Aber im Moment ist Ihre Viruslast einfach sehr hoch. Das heißt, Sie können schon Leute anstecken. Haben Sie irgendeine Ahnung, woher Sie das denn haben? Ich wurde bei meiner Schwangerschaft einmal getestet, aber das war negativ. Und okay, und weil wir haben ja auch gesehen, Sie haben diese Kaiserschnittnarbe. Okay, da war alles okay. Wann war das denn? Vor 5 Jahren ungefähr. Okay, das heißt in dem... Kann der Besuch jetzt noch mal ins Zimmer, oder? Frau Brünning, was sagen Sie? Ja? Ja, dann gehen Sie noch mal rein. Ja, ich komme mal. Oh, was ist los? Ich hab's diesmal richtig verkackt. Was ist denn los? Was hast du denn gemacht? Meine Vergangenheit lässt mich einfach nicht los. Welche Vergangenheit? Hat das irgendwas mit der Kaiserschnittnarbe zu tun? Hast du ein Kind, von dem du mir nichts erzählt hast? Ich habe gerade erfahren, dass ich HIV habe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist so oft reingefallen, so. Was hast du gesagt? Okay, also irgendwie, ich glaube, das überfordert sie jetzt alles. Sie hat immer noch eine extrem hohe Temperatur. Ich glaube, sie wird auch gerade noch deutlich tachykarder. Sie müssten jetzt bitte einmal rausgehen. Das ist wahrscheinlich jetzt schwer für Sie, aber bitte. Nachdem ich der Patientin die Diagnose mitgeteilt habe, halluzinierte sie etwas. Und da war mir klar, die Angehörigen müssen raus und wir müssen uns jetzt um Frau Brünning kümmern. Auch Manuel überfordert Carlottas Diagnose. Der 32-Jährige hat nicht nur Angst um seine Freundin, sondern gibt sich selbst die Schuld an der HIV-Infektion der 30-Jährigen. Der Kindergärtner war nämlich bisher ebenso nicht ganz ehrlich. Darf ich Sie einmal stören? Ich meine, es ist für Sie ja jetzt ein Riesenschock. Sie wissen das ja bestimmt, HIV, man kann sich jetzt nicht im Alltag anstecken, durch Küssen, Berühren, durch irgendwelche Sachen zusammen machen, aber natürlich beim Geschlechtsverkehr. Und da hat mir die Frau Brünning eben schon gesagt, dass sie leider auch ungeschützten Verkehr hatten, ne? Ja, wir waren uns halt unsere Beziehung so sicher, uns gegenseitig so sicher, so verliebt, dass wir da nicht drüber nachgedacht haben, dass da irgendwelche Konsequenzen oder sonst irgendwas herrschen. Man geht ja nicht davon aus, dass irgendwer anders krank ist. Und hatten Sie denn schon mal einen Test? Nee, ich hab nie einen Test. Das ist das Ganze, was mir gerade noch mehr Sorgen macht. Das musst du auf jeden Fall machen. Ich muss nicht nur deshalb machen. Und zwar der Fakt ist, bevor ich Carlotta kennengelernt habe in meiner alten Arbeitsstelle, war halt die Mutter von einem Kindergartenkind, mit der hatte ich halt 6 Monate lang eine Art Affäre. Das war halt auch alles ungeschützt. Vor der Beziehung mit Frau Brünning hatte Herr Hombach unter anderem eine etwas längere Affäre. Und da hatten sie auch ausschließlich ungeschützten Geschlechtsverkehr, sodass wir hier auch davon ausgehen können, dass das eventuell die Quelle ist, warum nun Frau Brünning bei uns im Krankenhaus liegt. Das, was wir natürlich jetzt auf jeden Fall auch einmal machen, ist Ihr Blut untersuchen. Allerdings ist es so, dass es ist jetzt schon spät. Wir erreichen im Labor heute jetzt sowieso nichts. Das heißt, Sie können einmal Blut abgeben und die Werte würden wir morgen besprechen, weil heute schafft das Labor das auch nicht mehr.
Nach einer unruhigen Nacht kommen Manuel und Maria schon früh am nächsten Morgen wieder. Die Testergebnisse des Kindergärtners liegen bereits vor. Sollte der 32-jährige HIV-positiv sein, ist es gut möglich, dass er Carlotta unwissentlich angesteckt hat. Es geht dir auch deutlich besser. Die Nacht war echt deutlich besser. Hallo, Frau Brünn. Guten Morgen. Na, wie geht's dir? Besser. Du siehst doch schon wieder besser aus. Ja, ist jetzt auch bei 38,9 die Temperatur. Oh, super. Das ist wirklich schon super, Frau Brünning. Geht bergauf. Ja, und trotzdem fühle ich mich nicht gut nach so einem Resultat. Ja, ich meine, wie soll es denn jetzt weitergehen? Ich meine, du musst dich testen lassen. Das haben wir schon gemacht. Ich habe gestern schon eine Blutprobe hier abgegeben. Echt? Und das Ergebnis haben wir auch schon. Und? Ich weiß es noch nicht. Ich wollte es mit dir zusammen hören. Okay. Und? Okay, also Herr Hombach, Sie sind erfreulicherweise negativ. Ich muss ein bisschen... Ja, ich muss ein bisschen die Freude schmälern, weil tatsächlich müssen wir Sie in einigen Wochen noch mal testen. Nehmen wir jetzt an, im Fall, dass Sie sich vielleicht gestern, vorgestern angesteckt haben, müssen die Viren sich ein bisschen entwickeln, um die überhaupt im Blut nachweisen zu können. Das heißt, in ein paar Wochen kommen Sie einfach noch mal zu uns. Wir machen noch mal einen Test und dann hoffe ich, dass der auch negativ ist. Aber dass Sie jetzt schon mal negativ sind, ist wirklich, wirklich toll. Auch heute ist es noch so, dass man HIV tatsächlich erstens gut behandeln kann, aber noch viel besser ist es, sich davor zu schützen. Und das geht ganz einfach, indem man natürlich geschützten Geschlechtsverkehr hat und auch natürlich bei Drogenkonsum, wenn überhaupt das möglich, also nötig sein sollte, dann auch auf die Hygiene achtet. Und dann kann man sich heute wirklich nur noch schwer infizieren. Wie soll das denn jetzt weitergehen? Also ich meine, du willst doch jetzt bestimmt nicht mal mit mir zusammen sein. Was erzählst du denn da? Warum sollte ich denn nicht mehr mit dir zusammen sein wollen? Da gibt's so einiges, was ich dir nicht erzählt habe. Dann erzähl's mir doch einfach. Ich habe schon vor 5 Jahren einen Test machen lassen. Auf HIV. Und der war negativ. Und diesen Test habe ich machen lassen, weil ich schwanger war. Das ist auf die Kaiserschnittnahme. Ja, genau. Und ich habe eine Tochter. Wo ist sie denn? Es war einfach das Beste für meine Tochter und auch für mich, dass sie bei meiner Mutter lebt. Ich musste jetzt mal mein Leben auf die Reihe kriegen. Also wirklich, mein Leben war damals nicht so wie heute. Es war komplett aus den Fugen. Und ja, wie gesagt, vor 5 Jahren war dieser Test. Und danach hatte ich noch 2 Beziehungspartner. Und ich denke, irgendjemand von den beiden muss es gewesen sein, der den Scheiß bei mir ausgelöst hat. Und hatten Sie tatsächlich dann ungeschützten Geschlechtsverkehr auch? Ja. Ja, weil sich anzustecken ist heutzutage gar nicht mehr so leicht. Tja, offensichtlich. Ich warte jetzt aber immer noch auf den Grund, warum ich nicht mehr mit dir zusammen sein sollte. Ja, du könntest dich doch anstecken. Ja und? Heute muss allerdings keiner mehr an HIV sterben, denn die Therapien sind mittlerweile wirklich, wirklich gut. Und wer weiß, ob wir nicht HIV in ein paar Jahren schon heilen können. Ich freue mich sogar, deine Tochter auch mal kennenzulernen. Ob es jetzt dein HIV ist oder sonst irgendwas. Ich liebe dich. Du gehörst zu unserer Familie. Als ob ich dich jetzt will. Jeder Mensch hat irgendeine Altlast oder irgendwas zu tragen oder irgendeine Schwierigkeit in seinem Leben durchgestanden. Die Reaktion von Herrn Hombach finde ich wirklich großartig. Er steht weiterhin zu seiner Freundin, egal was sie hat, sei es ihre HIV-Infektion, sei es, dass sie eine Tochter hat und ihm das nicht gesagt hat. Von daher glaube ich, dass die beiden wirklich ein gutes Leben miteinander führen können. Wir haben gestern ja schon angefangen mit der antiviralen Therapie. Das heißt, Sie nehmen ab jetzt täglich 1-2 Tabletten und wir können so die Viruslast langsam runterfahren, bis sie gar nicht mehr im Blut nachweisbar ist. Das ist eine chronische Erkrankung. Allerdings können wir heute das so machen, wer weiß, wie es in ein paar Jahren ist, da können wir sie vielleicht sogar heilen. Heute können wir aber mit Medikamenten die Viruslast schon so drücken, dass sie dann nicht mehr ansteckend sein können. Das ja? sind echt gute Nachrichten. Und außerdem werden Sie an einen Infektiologen weitergeleitet und zu dem gehen Sie alle 3 Monate. Da kommt eine Blutabnahme, da werden Sie aufs Fahrrad gesetzt, da wird ein EKG gemacht, da wird ein Bauchultraschall gemacht. All das, was wir als gesunde Menschen gar nicht kriegen. Das heißt, wahrscheinlich überleben Sie uns sogar noch. Wow, es gibt Hoffnung, ne? Wow. Also denkt nicht immer so negativ. Wir stehen das alle zusammen durch. Ja. Danke, wirklich, ich hab dich gar nicht. Dafür brauchst du dich nicht zu bedanken. Durch die antivirale Therapie war das HIV-Virus bei Carlotta bald nicht mehr nachweisbar. Die Verkäuferin geht regelmäßig zur Kontrolle und muss deshalb zudem lebenslang Medikamente nehmen.
Das Paar lebt inzwischen mit Tochter Mia zusammen. Manuel ist weiterhin HIV-negativ.